Okay, ihr Lieben, es wird Zeit, dass wir Jurassic World Chaos Theory oder generell das Jurassic Universum in das Wer-ist-Format hier auf diesem Kanal aufnehmen. Ihr habt ja mitbekommen, ich habe die ganze Nummer mehr mit dem Godzilla-Franchise gestartet. Da haben wir uns mit den verschiedenen Kaiju beschäftigt. Also einmal, wer ist Godzilla Earth oder eben diese ganzen verschiedenen Varianten von Godzilla sind wir hier durchgegangen. Und ihr habt mir jetzt ein paar Mal geschrieben, ob wir dieses Format nicht auch in das Jurassic Universum mit einführen können. Und das macht natürlich total Sinn, dass wir jetzt hier einfach mal mit dem aktuellsten Jurassic-Projekt Jurassic World Chaos Theory starten und uns hier mal die verschiedenen Dinosaurier anschauen und einfach mal besprechen, was es mit diesen Tieren auf sich hat. Der sich am häufigsten gewünschte Dinosaurier für dieses Format ist von euch tatsächlich der sogenannte Necklace Spinax gewesen oder wie er im Deutschen heißt, Necklace Spinax. Das ist ein wirklich, wirklich bescheuerter Name. Wir sprechen aber auch gleich mal darüber, wo der Name wirklich herkommt. In diesem Sinne, ihr Lieben, würde ich sagen, fangen wir an mit dem Video. Viel Spaß! Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin aktuell wirklich wieder total im Jurassic Hype und in diesem Fall sogar im Jurassic World Hype. Und ich bin tatsächlich während der Filme, also während der Jurassic World Trilogie, ich glaube nur nach dem allerersten Kinofilm, derart gehypt gewesen, wie ich es jetzt aktuell bin mit Jurassic World Chaos Theory. Die Serie ist wirklich unfassbar gut und ich habe ja bereits meine spoilerfreie Kritik dazu preisgegeben. Die habe ich dir mal da oben verlinkt. Da kannst du gerne mal draufklicken. Ich habe dir aber auch mal in die Beschreibung unten meine episodenweise Besprechungen reingesetzt. Da habe ich jede einzelne Episode nach und nach besprochen. Tut mir aber einen Gefallen und bleibt erst einmal noch spoilerfrei hier auf dem Kanal, was die Serie angeht. Und das bitte bis zum 2.6. Da haben wir nämlich unseren großen Spoiler-Talk und danach könnt ihr auch ruhig Spoiler raushauen. Aber haltet euch bis dahin bitte ein bisschen bedeckt, beziehungsweise greift auch einfach nur die Themen auf, die wir jetzt hier in diesen Videos besprechen. Und damit fangen wir jetzt an. Einmal den Backless Spinax. Ich werde den englischen Namen, glaube ich, beibehalten. Den besprechen wir jetzt hier in diesem Video einmal. Und das ist wirklich ein Dinosaurier, der ja zu Beginn so ein bisschen für Spekulationen gesorgt hat. Ich weiß noch, dass wir im allerersten Teaser, oder was heißt wir, eigentlich war es nur ich gewesen, dass ich da behauptet habe, ey, das könnte auch so ein Spinoraptor sein, also dieser eine Hybrid gemischt aus Spinosaurus und Velociraptor. Es sind noch ein paar andere Namen gefallen, was das für ein Tier hätte sein können. Und dann wurde irgendwann von Mattel eine Figur veröffentlicht mit dem Namen Backless Spinax. Und dann wussten wir, okay, das ist dieses Tier und von dem hatte ich vorher noch nichts gehört. Und ich bleibe auch dabei, dass der Name sich echt ein bisschen bescheuert anhört. Der Name Backless Spinax bedeutet übersetzt so viel wie buckliger Stachel oder eben Buckelstachel. Und das bezieht sich auf den Stachel eben, der dem Backless Spinax aus dem Rücken rauskommt, beziehungsweise wird sogar beschrieben, dass der zum Teil schon am Nacken angesetzt hat und dieser Stachel hat eben ein gewaltiges Segel. Naja, gewaltig ist eigentlich ein bisschen übertrieben, aber er hat zumindest ein Segel. Aus diesem Grund kam ja auch dann die Theorie mit dem Spinoraptor auf. Das Tier weiß tatsächlich in Jurassic World Chaos Theory schon ein paar Ähnlichkeiten mit dem Spinosaurus auf, was aber auch einfach nur an dem Segel liegen kann. Denn tatsächlich wird in der offiziellen Beschreibung dargelegt, dass das Tier eine sehr starke Ähnlichkeit mit dem Giganotosaurus hat. Da muss ich persönlich sagen, das finde ich zumindest überhaupt nicht. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das seht. Seht ihr in diesem Tier eher einen Giganotosaurus oder eher einen Spinosaurus, auch mal abseits von dem Segel? Der Backless Spinax gehört zu den Theropoden und hat tatsächlich seinen allerersten Auftritt jetzt hier in Jurassic World Chaos Theory bekommen. Und um jetzt hier einfach mal relativ spoilerfrei weiterzumachen, ich fand den Auftritt in der Serie wirklich ziemlich cool. Ich sag hier nur ganz kurz mal das Stichwort Unterwasserszene. Das hat mir einfach sehr gut gefallen. Und ein paar von euch haben mir auch schon geschrieben, da hätte ich lieber den echten Spinosaurus gesehen. Ich fand das aber schon ganz cool. Ich meine, die Serien oder generell das Franchise ist natürlich sehr stark darauf bedacht, unter diesem gewaltigen Pool an Dinosauriern, die eben noch nicht in der Jurassic-Welt aufgetaucht sind, jetzt eben genau die rauszupicken und uns eben die hier zu präsentieren. Ansonsten hätten wir immer dieselben Dinosaurier und ich finde das schon okay, dass man das jetzt so gelöst hat. Ich könnte auch wetten, dass die Idee mal ganz kurz im Raum stand, hier den Spinosaurus mit einzubauen, aber ich fand das vollkommen in Ordnung, wie sie das hier gelöst hatten. Noch dazu muss man auch sagen, dass der Backless Spinax eben wesentlich kleiner ist als der Spinosaurus, denn das Tier weist eine ungefähre Größe von 8 Metern auf. Und diese Größeangabe ist immer nach der Länge bezogen, das heißt von der Schnauze bis zur Schwanzspitze nach hinten sind das 8 Meter.
Damit sind natürlich wesentlich mehr Möglichkeiten gegeben, diesen Dinosaurier in eine Serie oder eben in einen Film einzubauen, da der Saurier, je kleiner er ist, eigentlich auch umso öfter auftauchen kann. Das heißt, man hätte jetzt kein Problem damit gehabt, auch mal einen Häuserkampf mit diesem Dino zu zeigen. Beim Spinosaurus wäre es ein bisschen schwieriger geworden, da hättest du dann irgendwie eine Lagerhalle dafür gebraucht. Also ich glaube einfach, dass es wirklich auch vom Story-technischen her klug gewesen ist, den Backless Spinax und nicht den Spinosaurus in Jurassic World Chaos Theory mit einzubauen. Entdeckt wurde der Saurier in England und es ist offiziell im Jurassic-Kanon verankert, dass der Backless Spinax aus einem Ei geschlüpft ist. Jetzt mögt ihr vielleicht sagen, ach was, ein Dino ist aus einem Ei geschlüpft, ist ja echt interessant. Nein, hier geht es aber eben dabei, dass wir ja im Endeffekt zwei verschiedene Varianten von Geburten im Jurassic-Universum haben. Einmal die Variante, die für das Amalgam-Testing auch bekannt ist, die wir in Jurassic Park 3 sehen. Da werden Dinosaurier bis zu einer bestimmten Größe in diesen Reagenzgläsern gezüchtet, unter anderem ja auch die ersten Velociraptoren aus Jurassic Park 3 oder eben auch der Spinosaurus. Hier wissen wir jetzt allerdings, nein, der Backless Spinax ist entweder ein Jungtier gewesen, welches aus einem Ei geschlüpft ist, was ein Elterntier gelegt hat. Das Elterntier kann allerdings aus einem Reagenzglas gezüchtet worden sein. Oder wir haben hier denselben Fall wie eben die Velociraptoren in Jurassic Park 1. Da sehen wir ja auch, wie der erste kleine Velociraptor aus diesem Ei rausschlüpft. Aus dem Buch wissen wir, das sind eigentlich keine echten Eier, das sind nur Eier, die mit Gentechnik hergestellt wurden, quasi wie leere Hüllen, wo dann der Embryo rein implantiert wird und dann wächst er eben da raus. Das könnte jetzt hier beim Backless Spinax auch der Fall gewesen sein. Allerdings erfahren wir auch in Jurassic World Chaos Theory, dass dieses Tier nicht im Lockwood-Anwesen gewesen ist. Ich konnte jetzt nicht herausfinden, ob der Backless Spinax auf der Isla Nubla war, aber ich meine auch nicht. Wir hatten uns darüber nämlich schon mal unterhalten gehabt. Es sind alle Saurier, die im Jurassic World Park gewesen sind, nämlich bekannt. Und da sollten eigentlich nicht nach dem Untergang von Jurassic World noch andere mit dazugekommen sein. Ich wüsste jetzt nicht, wie das funktionieren sollte. Und da war auf jeden Fall der Backless Spinax nicht Teil des Parks. Und warum darauf in der Serie eingegangen wird, ist ganz einfach. Wir erfahren ja, dass sich hier langsam ein gewaltiger Schwarzmarkt von Dinosauriern gebildet hat und ebenfalls Biosyn als Beispiel erstellt ja auch noch andere Dinosaurier. Nehmen wir jetzt die Atrociraptoren einfach mal dazu. Die stammen ja auch nicht von der Isla Nubla und auch nicht von der Isla Sorna. Das heißt, auch die wurden natürlich von jemand anderem geschaffen. Die Serie legt uns also nahe, dass der Backless Spinax denselben Ursprung hat wie auch die Atrociraptoren. Die Backless Spinax-Klone, die wir in Jurassic World Chaos Theory sehen, haben übrigens auch nach den aktuellsten wissenschaftlichen Theorien ihr Aussehen bekommen. Das heißt, die sind laut dem aktuellen Stand auch wirklich wissenschaftlich akkurat. Wie viele der geklonten Theropoden hat auch der Backless Spinax ausgestreckte Handgelenke. Das wurde ja in Jurassic Park generell später erst nochmal hinzugefügt. Die allerersten Dinosaurier in Jurassic Park waren zwar für die damaligen wissenschaftlichen Theorien auch sehr akkurat gewesen. Allerdings wurde dann später mit Jurassic Park 3 war es, glaube ich, wurden dann die neuen Kenntnisse auch umgesetzt. Zum Beispiel wurden die Handgelenke vom T-Rex nach innen gewölbt und eben dem angepasst, wie man jetzt eben, naja, nach den neuesten Erkenntnissen davon ausgeht, wie es wirklich gewesen ist. In der Serie Jurassic World Chaos Theory bekommen wir es gleich mit ganzen zwei Backless Spinaxe zu tun. Und ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt. Mir ist es tatsächlich nicht aufgefallen, obwohl die beiden unterschiedliche Farbgebungen haben. Einer von ihnen wird als abgestumpft grün beschrieben, mit einem roten Gesicht und schwarzen Abzeichen. Der andere ist in verschiedenen Brauntönen gefärbt und hat fleckige, dunkle Abzeichen, aber nur auf der Schnauze. Ebenfalls wird das Tier hier als Antagonist aufgelistet. Und da muss ich eigentlich ganz klar widersprechen. Ich glaube, bei Jurassic World Chaos Theory kann man keinen einzigen Dinosaurier als Antagonist betiteln. Warum das so ist, Leute, die die Serie gesehen haben, wissen, was ich meine. Wir werden es jetzt aber hier nicht spoilern. Ich nicht und ihr auch nicht, aber ihr wisst wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Deswegen würde ich da einfach mal widersprechen. Der Backless Spinax ist hier kein Antagonist. Bei der allerersten Ankündigung des Backless Spinax herrschte große Verwirrung, da das Design eher an den Conker Ventor erinnert hat. Und das habt ihr mir, glaube ich, auch in die Kommentare immer wieder reingeschrieben, dass das gar nicht der Backless Spinax sein könnte. Nein, es wäre der Conker Ventor. Und das stimmt eben einfach nicht. Laut dem aktuellsten wissenschaftlichen Stand, wie gesagt, ist das hier wirklich ein sehr akkurates Design des Backless Spinax. Dass die beiden sich sehr ähneln können, das wird nicht mehr ausgeschlossen. Das gibt es ja häufiger. Ich meine, schauen wir uns einfach mal die Atrociraptoren und die Velociraptoren an. Ganz
ganz ehrlich, das ist nahezu ein identisches Auftreten der beiden Tiere. Da können wir auch gerne nochmal ein Vergleichsvideo machen mit allen möglichen Sachen. Velociraptor gegen Atrociraptor in Sachen Größe, Geschwindigkeit, Intelligenz. Das wäre, glaube ich, mal eine ganz coole, so ein ganz cooler Clash dieser beiden relativ ähnlichen Rassen. Gerüchte über das Auftauchen des Backless Spinecks in einer neuen Jurassic World Serie gab es erstmals Ende August 2023. Da gab es in New York die sogenannte Toy Fair, auf welcher es erste Leaks zur Serie gegeben hat. Unter anderem wurde da auch der Allosaurus das allererste Mal geleakt mit dem blinden Auge. Wir erinnern uns dran, dass die Sachen, die wir damals als allererstes wussten, die wir hier auf dem Kanal schon 2023, ich glaube Anfang 2023, hier auf dem Kanal besprochen haben, war die Story von Sydney und eben das Auftauchen des Allosaurus. Vom Backless Spinex habe ich damals auch noch nichts gehört, aber ja, der wurde auf jeden Fall schon 2023 geleakt. Der Backless Spinex und der Smilodon sind übrigens immer noch zwei Favoriten für Jurassic World Evolution 2, auf welche Fans wohl schon sehr lange warten, die es bis heute aber immer noch nicht gibt. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass wir sehr bald einen DLC bekommen werden, wo zumindest der Backless Spinex nachgereicht wird. Das waren jetzt soweit erst einmal alle Informationen, die für euch da draußen wichtig sind, auf das Jurassic-Universum bezogen. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare unten reinschreiben, welchen Saurier ihr euch als nächstes wünscht. Und dann werde ich einfach mal schauen, welchen ich mir dann zum nächsten Video schnappe. Wir werden jetzt nach und nach allerdings hier alle Dinosaurier aus Jurassic World Chaos Theory besprechen. Wir werden hier auch ein paar neue Charaktere aus der Serie besprechen. Und generell das gesamte Wer-Ist-Format nicht länger nur auf das Monsterverse, sondern jetzt eben auch auf das Jurassic Universe anwenden. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.